dabei. Yes, im ersten Versuch. Bitches. Wer hat's drauf? Wer hat's drauf? Wer hat's drauf? Okay, was ist das? Ich randaliere. Das ist der zweite Zug in 2 Minuten. Das mache ich nochmal, wenn dieses scheiß Pisszug hier vorbeifährt. Wir sind... Du hast so eingebildete Sprüche. Ich bin eingebildet. Manchmal. Immer. Nein, manchmal. Bin abgehoben. Hey, 237 Abonnenten und schon abgehoben. Oder, wo geht das hin, wenn ich erst 1 Million habe? Fahren wir noch auf den Trikots mit rein? Ja. Auf den Trikots, auf den Abo-Shirts. Abo-Shirts. Oh, wenn ihr Christiane abonniert, kriegt ihr ein Abo-Shirt. Wenn ich aber arm. Ja. Ja. Dann bist du arm. Mhm. Nicht cool. Man hängt ja auch nicht den ganzen Tag an Twitter rum. Ja gut. Vielleicht doch. Warum müssen es dann auch eigentlich immer Güterzüge sein? So ein ECE, der war durch. Weg. Aber wenn der Video dreht ist, dann kommen wir über den Güterzug. Das ist kein Güterzug. Die hören sich anders an. Ja, genau, Nachbar, Faust, dieser scheiß Einfahrt raus. Ach, noch mehr Krach, genau. So tut man das. Ich mache hier so ein Schild ins Fenster. Wer Krach macht, ist ein Asi. Bye. Du siehst es auch nicht, du siehst es auch nicht als nötig an, die Leute einfach mal zu verabschieden. Ne? Kannst einfach tschüss. Das ist überschaubar. Es hätte schon gereicht, wenn du das. Oma winken. So behindert. Oh, so behindert. Willst du mal ausmachen? Ja. Das ist so. Nachteile. Fick dich. Nicht witzig. Scheiß Bahn. Irgendwann bin ich mit YouTube so reich, lass die Bahnschiene verlegen. Wohne ich wahrscheinlich woanders in so einer Luxusvilla in Köln oder so und dann wäre es nicht mehr nötig, aber einfach so aus Schadenfreude. Oh Gott. Mal einfach mal meine letzten. Oh Gott, ich kann. Ich hätte mir das vorher überlegen sollen. Warum? Wieso überlege ich mir sowas nicht vorher? Kann mir das mir jemand erklären? Frage an euch, wieso überlege ich mir nie vorher, welche Videos ich in der Schweiz-Endcard verlinken will?